Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in die Januar-Ausgabe der Trend Raider Trendbox. Hier ist sie. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trend Raider Trendbox ist eine Box, die mit sehr nachhaltigen Produkten aus dem Trendy-Bereich bestückt ist. Also du findest hier Produkte aus dem Bereichen Food, Wellness, Design und wir haben hier immer so 8 bis 10 Produkte drin enthalten. Die kostet ab 29,95 pro Monat und erscheint auch monatlich und ihr könnt mit Claudi 15% auf die erste Box sparen, je nachdem, ne, also ganz egal, welches Abo-Modell ihr und so ihr wählt. Genau, und ich bekomme sie in Kooperation, was ich sehr, sehr cool finde. So kann ich euch die jeden Monat auch vorstellen und ich bin mal gespannt, was sich die Trendraider-Menschen für den Monat Januar überlegt haben. Also viele machen so ein bisschen ja auf Pflege oder New Year, New Me. Inner Power ist das Motto, sehe ich hier. Ich habe hier viel zum Lesen mit dabei. Schau, Plastik, keine Nachhaltigkeit habe ich hier am Start. Von Sync. Habe ich hier Klopapier drin? Also die Trendraider-Box ist manchmal auch einfach ein bisschen witzig unterwegs. Ne? Also die haben auch schon Kilo Mehl reingepackt. Deswegen. Dann habe ich hier auch noch ein kleines Dankeschön bekommen von der lieben Lilly. Ein toller Name übrigens. Die sich halt für die Kooperation bedankt. Und die Trendraider-Box sitzt in Berlin, beziehungsweise ne, die Firma. Und dann hat die liebe Lene die Box gepackt. Man kann die Karten sammeln. Wenn man die von 1 bis 10 hat, bekommt man eine Gratis-Box. Hier habe ich ein Produkt mit rausgefischt. Du bist, glaube ich, bist du auch ein Produkt. Das ist eigentlich eher eine Probe. Und Demeter Physalis, das ist, glaube ich, auch ein Produkt. Okay, also Inner Power. Hier habe ich das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Diese Frau sieht wirklich nach Stärke aus, aber auch so ein bisschen nach Genuss. Und das finde ich sehr, sehr schön. Dann schauen wir mal. Deine Inner Power Box. Willkommen 2024. Starte energiegeladen ins neue Jahr, vitalisiere deinen Körper mit gesunder Ernährung und erwecke deine natürliche Schönheit. Im Januar aktivierst du deine Inner Power mit passenden Produkten aus der Trendbox. Lass dich inspirieren, spüre deine Kraft und stärke deine Gesundheit. Mit deiner Trendbox im Januar bist du bestens vorbereitet für das großartige Jahr, das dich erwartet. Nutze die belebende Energie des neuen Jahres und start your year right. Okay, da bin ich mal gespannt. Hier ist auch immer wieder eine Idee mit dabei, wie man die Box weiterverwenden kann. Ich verwende die mal als Verlosungsbox zum Beispiel. Und dann sind die Produkte hier aufgeführt. Man bekommt, wenn man ein 12-Monats-Abo abgeschlossen hat, nicht nur einen günstigeren Preis pro Box, sondern man hat auch die Möglichkeit, dass man jeden Monat ein Trend-Goodie mit dazu bekommt. Da können wir gleich mal gucken, welches das ist. Dann haben wir hier auch noch ein Rezept mit am Start. Und weitere Informationen, ein Interview. Und dann gibt es den Spoiler zum Februar. Deine Trendbox im Februar. Februar steht für mich persönlich, ich bin Karnevalistin, für Karneval. Mal gucken. Im Februar definieren wir deinen Wochenendbrunch neu. Mit den ausgewählten Produkten der Februarbox beginnst du das Wochenende mit kulinarischen Highlights und hochwertigen Essentials, um deine Woche perfekt ausklingen zu lassen. Wir stellen dir besondere Produkte vor, die den Wochenendbrunch und die Zeit darüber hinaus zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Ab dem 1.2.2024 erhältlich im Trendraider Online-Shop. Genau, jo. Dann sind hier auch noch Codes und so weiter. Also da geht es um den Brunch. So, dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick in die Box und schauen, was sich hier drin verbirgt. Also das Erste, was ich hier eben auch schon in der Hand hatte, ich weiß nicht, ob das als Produkt angegeben ist. Das muss ich nochmal evaluieren. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das hier ist ein generelles Goodie oder so. Da haben wir nämlich Physalis drin. Also du kannst es selber, du kannst sie dir selber anpflanzen. Duiceria von Demeter, sauer macht lustig. Okay, da haben wir hier so Samen drin. Ich habe mal versucht, ich hatte mal von meiner Mama und ihrem Mann so einen Samen-Adventskalender bekommen und hier sind 20 Körnchen drin. Bin ehrlich, das ist mir alle eingegangen. Ne? Ich habe da nicht wirklich was von ernten können. Das war sehr, sehr traurig. Ich war da etwas nachlässig. Nun, vielleicht klappt es nächstes Jahr oder dieses Jahr ja mit Physalis. 4,60 Euro. Gut, Saatgut ist nicht günstig, ne? Das muss man auch wirklich so sagen. Und auch dieses hier ist aufgeführt, obwohl das für mich eher so ein, ja, fühlt sich eher wie eine Probe halt quasi an. Biogena One, der Food Supplement Drink mit 99 High-End Ingredients, ist jetzt nicht so mein Vibe. 20 Gramm haben wir hier drin enthalten, also 2 mal 10 Gramm. Und damit kannst du dir selber so ein
Drink zubereiten mit Wasabi-Blattpulver. Alles klar. Keine Ahnung, ob das dann auch scharf ist. Muss ich mal gucken. Das finde ich halt positiv. Die wird nicht einfach so das Produkt halt hier hingegeben und lass laufen, so nach dem Motto, sondern du hast hier ganz viele Informationen, was hier so drin ist, Nährwertangabe und so weiter. Und dass man das halt bewusst auch konsumiert. Und das finde ich gut. Ne? Sowas finde ich auch immer sehr wichtig. Dann haben wir hier was mit dabei. Von Louis Wittmer. Das ist so eine Apothekenmarke. Da, angenehmer Geschmack, Skin Appeal, Nahrungsergänzungsmittel, Skin Biome Boost. Für ein verbessertes Hautbild bei unreiner Haut, das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Denn Mr. Fred ist hier und hier. Der tobt sich halt echt ziemlich krass aus bei mir aktuell. Mit Niacin für die Haut, enthält Milchsäurebakterien zur Direkteinnahme auch ohne Wasser. Mhm. Ja, 33 Gramm haben wir hier drin. Ihr kennt meine Einstellung zu Nahrungsergänzungsmitteln, bin ich jetzt nicht so ultimativ Fan in Boxen, bin ich ehrlich, das finde ich nicht gut. Ne? Die werden bei uns wirklich in der Familie verteilt, also manche freuen sich tatsächlich drüber, ich freue mich manchmal auch drüber, mein Freund freut sich auch manchmal drüber, aber im Großen und Ganzen halte ich das manchmal für schwierig, sowas halt in Boxen drin zu haben. Dann habe ich hier von Nepali Gardens Himalayan Inner Power ein Bio-Kräutertee. Sowas finde ich charmant. Da haben wir 18 Beutel drin enthalten mit Moringa und Zitronengras und Guduchi und einem indischen Lorbeerblatt. Ja, das hört sich schon mal sehr belebend an. Ne? Sowas kann ich mir auch gut vorstellen. Und das gibt auch Inner Power, definitiv. Also das hört sich sehr charmant an. Hier habe ich jetzt etwas für die Schönheit und zwar eine Slow Aging Sheet Mask mit Hyaluron und Kaktusextrakt von Rosenthal. Finde ich sehr charmant, also sowas für zwischendurch, um sich einfach mal zu chillen, um runterzukommen, wenn man in der Wanne liegt oder sich einfach mal ein paar Minuten gönnt. Ich verwende solche Tuchmasken meistens, nachdem ich geduscht habe und halt während ich meinen Körper so eincreme. Dann habe ich halt die Zeit und das passt halt auch. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange lässt du die jetzt drauf? Das steht jetzt nicht so drauf. Doch, 5 bis 10 Minuten. Guck mal, das geht ja rucki zuck, ne? Und Hyaluron kann man gut gebrauchen. Das ist dann ja auch so ein bisschen feuchtigkeitsspendend. So, dann habe ich hier was drin. Das finde ich fancy. Das ist ein Putzstein. Reinigungs- und Polierstein. Umweltfreundlich. Universalstein. Keine Gefahr mehr für Kinder. Sparsam im Gebrauch. Ich, von Zielinski, ich meine, dass wir den... War das letztes Jahr oder so? Hatten wir den nicht auch schon mal in der Trend Raider Trendbox drin? Der kommt mir so bekannt vor. Echt jetzt? Ne? Ich hatte nämlich auch schon mal so einen, aber der ist irgendwie verloren gegangen. Also den hatte ich dann auch irgendwann mal hier oben mit hingeholt, als wir dann auch am Bauen waren, aber irgendwann war der einfach weg. Ich habe keine Ahnung, was damit passiert ist, aber ich fand den gut. Also der hat schön gereinigt und es ist halt relativ simpel, denn du hast hier einen so einen... Also hier unten drin hast du halt diesen Putzstein, den man dann halt anfeuchtet und wo man dann mit diesem, mit diesem Schwamm, der sehr grobporig ist, das ist so, egal, damit kann man auch 1A die, das kann passieren, das, vielleicht ist der bei unseren Autos, vielleicht hat Schatzi das zu den Autosachen gepackt, weil damit kann man auch super so Fliegen vom Auto entfernen, vielleicht hat er den dafür verwendet, ich weiß es nicht, ich muss da mal gucken gehen, ansonsten, ja, der riecht halt einfach so ein bisschen nach Reinigung, ne? Und ist ein super easy peasy Produkt und sehr, sehr wirksam. Ganz angenehm tatsächlich. So, dann habe ich hier noch was für die innere Freude und zwar ohne Zucker und Fett. Johannisbeer Dressing Mr. Low & Co. Good Cooking Taste. Ohne Zucker, ohne Fett. Das ist ja auch geil. Das ist ein Dressing für so Salat und sowas mag ich ja irre gerne. Wenn du vielleicht so entweder Feldsalat oder Rucola hast und dann machst du dir ein paar Walnüsse drauf, vielleicht ein bisschen Feta oder so Ziegenkäse oder sowas und das dann so da drüber, ist, glaube ich, richtig geil. Ich glaube, das kommt richtig gut. Da läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen, ne? Nö, sowas finde ich klasse. Doch. Und das ist auch etwas Außergewöhnliches. Das kaufst du dir nicht einfach so im Laden. Und sowas hast du auch einfach gerne, ne? In so einer Box mit drin. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Genau. So, wo haben wir denn jetzt unsere Trend-Goodies? Weil manchmal ist es so, dann habe ich die auch nicht hier mit dabei. Dann blende ich euch die ein. Scheint, glaube ich, dieses Mal auch so zu sein, oder?
oder? Was bist du jetzt? Nee, das ist gleich mein Trend-Goodie. Okay, dann zeige ich euch erst noch zwei andere Produkte. Einmal von I Want You Naked, das Hair in Scalp Serum. Sehr, sehr cool. Reparierend. Und I Want You Naked ist eine recht hochpreisige Marke. Die habe ich auch mal kennengelernt, als ich auf einem Event in Berlin war. Da war auch diese Marke vertreten. Und ja, ich weiß nicht, was machst du denn? Du gibst wahrscheinlich einfach so ein bisschen Frische oder so. Oh, das ist aber auch ölig so ein bisschen, ne? Hair and Scalp Serum. Schaut so aus. Eine Regenerationskur, habe ich jetzt gerade mal gelesen. Sieht auch sehr, sehr schick aus, muss ich sagen. Für Haare und Kopfhaut, Argan und Hanfsamenöl mit reichhaltigen Vitaminen und Mineralstoffen sind wahre Pflegebooster. Die Kopfhaut wird beruhigt, Haarwurzeln und Haare gekräftigt und gepflegt. Genau, 1 bis 2 Stunden. Oder über Nacht einwirken lassen und auswaschen. Genau, also ich kann mir das vorstellen, dass du das halt quasi vor dem Duschen verwendest und dass das halt der Kopfhaut nochmal so einen Kick gibt. Ne? Das finde ich ganz cool. Hatte ich letztens auch mal ein ähnliches anderes Produkt in der Hand gehalten. Nee, finde ich gut. Dann habe ich hier noch was für innen. Ich weiß jetzt nicht, das ist mit Koffein oder so. Sonst gönne ich mir das jetzt einfach mal. Kloster Kitchen Vitamin Shot mit Acai und Vitamin C. Ich mag solche Shots ja eigentlich immer ganz gerne. Und sowas gibt es auch in größeren Flaschen. Und das trinke ich immer mal wieder ganz gerne, muss ich sagen. Das belebt, es gibt halt wirklich auch Vitamine. Ja, hier hast du auch Ingwer mit dabei. Das ist auch vitalisierend. Ja, okay. Dann probieren wir das doch einfach mal. Das muss man immer vorher ein bisschen schütteln, weil diese Ingwerstückchen sich ja auch ein bisschen dann quasi verteilen sollen. Ja, Vitamin C kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Prost! Ist ein bisschen scharf, aber nicht so super krass. Also es geht vollkommen klar. Finde ich lecker. 1,99 Euro kostet einen so ein Ding. Das ist krass, ne? Die kauft man sich auch nicht einfach so. Da freut man sich, wenn man sowas in der Box drin hat. Und dann habe ich Hempamed Support Frauenstark 5. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D3, Ingwer-Extrakt und natürlichem Hanf-Aroma-Extrakt in MCT und Hanfsamenöl. 10 Milliliter sind hier drin. Okay, warum Frauenstark? Das weiß ich jetzt nicht. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Das hier ist nämlich das Special Trend Goodie. Du könntest alternativ auch noch das kaltgepresste Speiseöl von Öllacker bekommen. Da hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber gefreut. Denn hier haben wir halt nochmal so ein Nahrungsergänzungsmittel. Support Frauenstark mit Hempamed. Unterstützt dich mit Vitamin D3, was ja positiv ist, ne? Vitamin D3 in der kalten Jahreszeit supplementiere ich definitiv. Ingwer-Extrakt und natürlich im Vollspektrum Hanf-Aroma-Extrakt. Die hocheffektive Formel kann dein Immunsystem stärken und fördert die Erhaltung einer normalen Muskelfunktion. Als Basis dienen hier Hanföl aus THC-armem und pestizidfreiem Nutzhanf sowie hochwertiges MTC-Öl, das eine hohe Bioverfügbarkeit des fettlöslichen Vitamins D3 ermöglicht und so für eine optimale Aufnahme sorgt, für optimale Power. Okay, das ist charmant. Wow, also diese Box hat hier auf jeden Fall einen kunterbunten Mix aus Produkten, die ich großartig finde und Produkten, wo ich sage, oh je, nicht so unbedingt etwas, was ich in der Box gerne sehen möchte. Und dann natürlich noch als Fancy-Produkt finde ich persönlich den Putzstein mit dabei. Das ist irgendwie witzig. Ich glaube, dass wir dieses Mal einen richtig krassen Warenwert haben. Das ist natürlich richtig heftig und ich finde es auch schön, dass wir 2 Beauty-Produkte mit dabei haben. Auf der anderen Waage steht dann aber auch, dass wir 2 Nahrungsergänzungsmittel hier mit drin haben, was ich nicht so hart feiere. Aber gerne eure Meinung unten in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.